es wird zu schwer. Ist mein Inventar schon wieder voll? Ach, ich habe noch einen neuen Level, ne? Da muss ich gleich mal ganz kurz Fertigkeitspunkt verteilen. Oh, ja, der Fertigkeitspunkt. Direkt wieder vergessen, sehr gut. Sprint ist leise, das kann ich nicht so schnell bemerken. Er ist nachladen beim Gebrauch von Konzentration. Oder schwere Speerangriffe in Aloys Gesundheit niedrig ist. Dann nehmen wir erstmal das Sprinten. Sesam, öffne dich. Metallteufel, der ist ja cool. Kann ich den bitte bekämpfen? Ich will den zerstören. Die Eklipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Vorsicht! Das dient nur der Sicherheit willen. Och nö, nicht wieder ein Todbringer. Ich mach das alles nur für den Frieden. Ich bin immer noch Pazifist. Noch ein Kopisch. Und der hier ist schnell. Erledige den Todbringer und die Eclipse-Truppen. Ja, ich habe ja sonst mal wieder keine Probleme. Also wir haben einen Todbringer. Wir haben 3 Eclipse, 4, 5, 15. Ja, geil. Das kann ja wieder. Ah, wird das wieder herrlich, Freunde. Kann ich doch bitte wieder gehen? Ich hab's mir gerade anders überlegt. Wurde wohl jemand überrascht? Oh nein, er hat jetzt gesehen, dass ich hier rumgeballert habe. Das finde ich aber nicht so schön. Oh, scheiße. Der nimmt den Boden, der nimmt mit dem Boden unter den Füßen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und den Sturz überlebe ich nicht. Das ist ja doof. Das finde ich aber gar nicht schön. Also sollte ich vorher gucken, dass ich da runterkomme. Sonst kriege ich nämlich auch nicht auf die Mütze. Oder was heißt auf die Mütze? Ich bin tot, sobald... Ach, muss ich mir die Sequenz jetzt hier nochmal geben? Ja, ich glaube, die können wir überspringen, ne? Aber was ist denn mein Fertigkeitspunkt? Ja, den muss ich natürlich jetzt nochmal verteilen. Das ist ja drollig. Ich sollte den beiden rechts und links aber trotzdem wegmachen. Ich glaube, den nächsten, den wird er dann sowieso sehen, sobald ich da einen umlege, so wie gerade. Kann ich das überspringen? Ja, bitte. Noch ein Kopisch. Und der hier ist schnell. Das ist irgendwie gesehen, dass ich auf den da geballert habe. Warum auch immer. Spielverderber.
habe gar keine Lust, gegen den zu kämpfen. Der ist mir viel zu böse. Wie komme ich denn hier runter, ohne entdeckt zu werden? Gibt es hier sowas wie eine Treppe? Eine Leiter? Ich kann mich da, glaube ich, auch abseilen. Das ist nicht euer fucking Ernst. Ja, die sehen mich doch. Ich glaube, auf normalen Schwierigkeit gerade überlebt man den Sturz, wenn er da einen runterballert. Habe ich, meine ich, damals auch. Jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Ich glaube, mir bleibt keine andere Wahl. Ich muss mich da tatsächlich abseilen. Zurück kann ich nicht. Beziehungsweise da ab. Ja, tatsächlich. Ich muss mich abseilen. Wenn ich Pech habe, werde ich in dem Augenblick dann gesehen. Jetzt hätte mich der Todbringer gerade schon fast gesehen. Erledige den Todbringer und die Eclipse. Ja, ist ja. Eclipse-Truppen. Ist ja so meine leichteste Übung, ne? Ah, er sieht mich. Oh, da rede ich mal woanders hin. Ich würde gerne wissen, ob ich... Kann der mal bitte woanders hingehen? Ich würde mich gerne hier vorne jetzt abseilen. Auf jeden Fall auf Feuer und Elektro anfällig. Flammenwerfer hat er. Eigentlich sollte ich mich viel mit Präzisionsfallen auf den stürzen. Die machen den meisten Abrissschaden. Oder zumindest um seine Waffen loszuwerden. Aber habe ich auch wieder nicht so viele. Gut, wir müssen jetzt hier runter. Bleibt nichts anderes übrig. Ich glaube, der schießt auch Stück für Stück die Deckung. Also die ganzen Kisten kurz und klein. Wenn man sich dahinter versteckt. Ich kann mich, glaube ich, nirgendwo auf Dauer verstecken, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Am besten wäre es hier, wenn ich erst die verdammten Eclipse-Truppen loswerden könnte. Warum ist denn der nicht mehr markiert da drüben? Ist aber ein bisschen weit weg. Nein, ne? Er hat mich nicht gesehen. Wie er mich gesehen hat. Wie der das einfach alles in Stücke ballert. Junge. Wo ist er? Truppen verlieren mich aus den Augen. Der Todbringer nicht, der weiß irgendwie mal, wo ich bin. Guck dir den her! Oh. Nachladen war keine schlechte Idee. Bauteil entfernt.
Batterie von meinem Controller fast leer. Häng ich noch mal ganz flott hier ans Ladekabel, du. Kann mir mal einer gegen den Klotz da bitte helfen? Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Ich brauche mal Unterstützung. Ich dachte, das Bauschalldome hätte ich entfernt. Offensichtlich nicht genug. Das Schöne ist, der schießt doch auf seine Kollegen hier. Da geht die Türe auf. Wie war das, mein Dicker? Ist vielleicht noch ein von. Ausschalten kann das sein. Keine Pfeile, haben wir noch ein paar Drähte? Ja, unsere letzten so langsam. War nicht noch eine Klipse oder habe ich alle erwischt? Das ist natürlich super. Digga, du lebst nicht mehr lange. Damals mussten gleichzeitig Hunderte davon bekämpfen. Ja, damals war eine ganze Menge mehr los. Dreischirm Eisschutzhunter, mal an Spulen, immer wieder schön. Tistenhonk. Gucken wir erstmal, was wir hier noch abgreifen können. Das lief doch relativ entspannt. Würde ich mal sagen. Bis auf diese erste Aktion da gerade, das fand ich so geil. Und du, Dicker, du bleibst mal schön da, wo du bist. So weit will ich mich nicht auch noch anlegen müssen. Ein paar Drähte bekommen, ja, nicht viele, aber okay. Der Reinholzvorrat hat sich ein bisschen verbessert.
soll nach links, dann... wollte sagen, gucken wir erstmal rechts, aber rechts ist gar nichts. Audiodateien? Nein. So, weiter im Text. Was habt ihr noch für uns? Danke, Dr. Sobeck. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ja danken, nach dem, was sie gesagt hat. Dr. Sobeck hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ja alle danken. Ja, aber... ich meine, mein Gott! Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. Oh, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hacken irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das... wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobeck es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobeck, Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Raketenbasis? Was ist das? Was haben diese Leute getan? Was hat Elizabeth getan? Viel schlauer sind wir jetzt immer noch nicht, Freunde. Dr. Sobeck, wie vorher gesehen wurde, die Wichita-Linie durchbrochen. Es sind 5 Horus-Titanen durchgekommen. Kontakt in etwa 34 Stunden. Es ist alles in Position, General. Ich musste ein bisschen tricksen, um alles zu schaffen, aber Zero Dawn ist voll funktionsfähig. Startklar. Dann hat Enduring Victory seinen Zweck erfüllt. Ja, nur einen Tag weniger und... Ich habe Ihnen eine kodierte Datei geschickt. Doktor, archivieren Sie sie doch für mich. Ich tue, was ich kann. Was ist es? Eine Erklärung. Eine Liste von Verbrechen, könnte man sagen. Sie bekennen sich schuldig? In den letzten 16 Monaten leitete ich das entsetzlichste Massaker an Militärpersonal und Zivilisten... in der Geschichte der Geschichte. Genghis Khan, Hitler, Stalin, Sorabella. Nicht mal zusammen kommen die da irgendwie ran. Sie haben nicht getötet, General. Nicht direkt. Aber ich habe auch nicht den höchsten Kommandeur der Vereinigten Staaten verärgert, indem ich gegen die Automatisierung stimmte. Schon vor dem Schwarmdoktor habe ich den Tod unterstützt. Und damit meine Taten nicht in Vergessenheit geraten, habe ich Ihnen die Datei geschickt. Die Nachwelt soll mit klarem Blick über mich urteilen. Ich archiviere Sie, General. Sie sollten bedenken, dass es ohne Ihre Taten, unsere Taten, gar kein Urteil irgendeiner Nachwelt gäbe. Vielleicht, Dr. Sobeck.
gesprochen, General. Leben Sie wohl. Gott steh uns bei. Also alles, was wir wissen, ist, dass sie irgendeine Militäroperation gestartet haben, um Zero Dawn zu ermöglichen. Da hört es aber dann auch schon wieder auf. Silence, sprich mal mit uns. Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle, dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schatten, Carter. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eclipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schatten-Carter-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet, sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay, und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerk-Crash? Verwegen? Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ha. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist. Was war Zero Dawn? Was für eine super Waffe hat Elisabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt, ihre Zivilisation unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Ja. Wollen wir gerade gucken, wo müssten wir denn hauptquestmäßig hin? Ach du meine Güte, das ist mal quer über den Planeten. Das ist glaube ich hier. Nee. Wo war nochmal diese Hauptstadt? Da, genau. Da ist also die Raketenbasis. Wir müssen bis nach ganz da unten, um das Netzwerk irgendwie lahmzulegen. Ja gut, das werden wir auf jeden Fall mit einer Schnellreise machen. Mein Vorschlag ist, dass wir auf jeden Fall direkt nochmal mit einer Story-Mission weitermachen, also dieser hier. Dann werde ich mich vielleicht mal um diese Nebenmission hier bemühen. Das gucken wir aber dann, wenn es soweit ist. Was habe ich eigentlich nochmal? Achso, da waren so ein paar andere Nebensachen. Okay. Brauche ich noch eine Energiezelle. Ich hoffe, ich habe die eine nicht irgendwie verpasst. Das finde ich ein bisschen schade. Jagdgebiet habe ich auch noch. Die Brutstätten haben wir, glaube ich, alle durch. Hatten wir alle Brutstätten? Ja, ne? Ich glaube. Ich meine schon. Mir fehlte noch eine Metallblume. Wer kann mir denn im Chaos hier sagen, wo die ist? Wir gehen mal etwas näher ran. Wir werden schon sicher irgendwo auftreiben. Metallblümchen. Es wäre schön, wenn wir die irgendwie auf einem Weg zu unserem Ziel mit abgreifen könnten. Ich habe keine Lust, irgendwie extra Umwege zu laufen. So ein Panorama, auch sehr hübsch. Aber das suchte ich jetzt nicht. Was war das da? Achso, das war nochmal wegen der Graue. Habe ich da diese Nebenquest? Ich erinnere mich. Metallblumen, Metall. Bin ich denn doof? Schwören können, ich habe sie hier im Nora-Land mir alle gekrallt.
Kann natürlich sein, dass sie vielleicht mit dem DLC dazugekommen ist und deswegen da oben drin rumschwirrt in dem Frozen Wilds. Aber sicher habe ich mir jetzt nicht. Kommt uns bestimmt noch irgendwie irgendwann unter. Gut, dann machen wir mal Schnellreise hier drüben hin und dann direkt da runter zur Story-Mission, würde ich vorschlagen. Ach, Schnellreisen ist... Achso, ich muss erstmal hier runter, bevor ich schnellreisen kann. Ja, okay, dann verschwinden wir halt erstmal von hier. Ich weiß aber nicht wie. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Und wie komme ich jetzt hier runter? Ja, das... Oh, das wird eine irre Fahrt. Oh Gott. Hey Leute, du hast schon wieder viel zu viel Spaß bei der Sache, weißt du das? Was machst du, Kind? Nicht so schwer wäre, da hochzukommen. Ich sag ja, du hast viel zu viel Spaß. Das ist der Pfad, der ich aber gekommen bin. Jetzt müsste ich eigentlich wieder schnell reisen dürfen. Ja, warum zeigt er mir meine Anzahl an wie heißen sie denn? Schnellreisepaketen nicht mehr an. Was ist denn hier los? Stück habe ich. Okay.